Schweinfurt am 3. Juli dieses Jahres. In nur 25 Minuten fallen bis zu 38 Liter Regen pro Quadratmeter. Keller laufen voll, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Es ist Sturmjägerwetter. In der Bad Kissinger Bildungsstätte Heiligenhof traf man sich jetzt, um vergangene Unwetter zu analysieren. Doch es ging auch um die Beobachtung künftiger Stürme. Wir schauen uns vorher die Wetterdaten an, also wo die Wahrscheinlichkeit für Gewitter am größten ist. Das heißt, wir schauen, wo ist die Luftmasse besonders feucht und warm und damit auch energiereich und wo sind die Höhenwinde relativ stark. In Motten am 22. Oktober 2005 war dies wohl der Fall. Ein Tornado verwüstet ein Gewerbegebiet. Auch dieser Campingwagen wird zerstört. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Sturmjäger beobachten Ereignisse wie diese und melden sie den Wetterdiensten. Ihre Autos sind entsprechend ausgerüstet. Hier haben wir ein mobiles Blitzortungssystem. Damit können wir während der Fahrt zum Beispiel sehen, wo das Gewitter entlang zieht und das über Notebook halt und Software verfolgen. Dann haben wir einen mobilen Windmesser, halt der auch direkt an den PKW angeschlossen ist, ans Notebook. Und dann halt noch einen, wenn man sich dann irgendwo hinstellt, den man halt rausstellen kann. Hier haben wir auch noch einen mobilen, tragbaren Blitzgewitterdetektor, der auch positive Entladung, also Wolke-Erde-Blitze, mit aufnimmt. Wichtig ist eigentlich das GPS-System. Wenn ich unterwegs bin, setze ich alle 30 Sekunden ein Signal ab über Amateurfunk. Und da kann man über eine Internetseite einfach sehen, wo ich gerade unterwegs bin und mir dann zum Beispiel Nachrichten schicken. Zwar meidet man das Zentrum eines Sturms, dennoch, manchmal leben Sturmjäger gefährlich. Lebensgefährlich war es noch nicht. Es war schon mal, wo man sagte, hui, doch ordentlicher Wind, aber nichts, wo ich jetzt gedacht habe, jetzt haut's mich hier weg. Auch hier in Steinbach im Landkreis Haßberge trieb ein Tornado sein Unwesen. Am 14. Mai 2005 deckt er Dächer ab. Aber auch hier wird zum Glück niemand verletzt. Immer wieder kommt es zu solchen Ereignissen. Ich habe also zum Beispiel letztens eine Schadensanalyse in Wörth gemacht vom Tornado in Baden-Württemberg, der durch eine Siedlung gezogen ist und zum Glück, obwohl es Nachmittag war, keinen verletzt hatte. Also so durch bewohntes Gebiet möchte man das nicht sehen. Aber natürlich als Sturmjäger ist natürlich so ein Tornado ein Highlight. Als Abenteurer sehen sich Sturmjäger trotzdem nicht. Sie wollen mit ihrem Einsatz wissenschaftliche Daten liefern, Gewitterhäufigkeit und räumliche Verteilung dokumentieren. Dass es immer mehr Tornado-Meldungen gibt, hat für sie einen ganz simplen Grund. Es haben jetzt mittlerweile so viele Leute Digitalkameras und digitale Camcorder und nehmen Tornados und ähnliche Sachen auf. Die Zahl der Meldungen ist in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass das eine Folge des Klimawandels ist, sondern das ist einfach nur durch vermehrte Beobachtungen zu erklären. Beobachtungen, die Sturmjägerherzen höher schlagen lassen. Doch wer nicht von dieser ganz besonderen Art ist, mag wohl lieber das. Viel Sonne und ein ganz, ganz laues Lüftchen.